Hallo und herzlich willkommen hier beim Bastler of Disaster. Das ist mittlerweile das vierte Video hier in meiner Serie Küchenrenovierung. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich diese vier Steckdosen eingegipst, vergabelt und angeschlossen habe. Und nach dem Intro geht's los. Wie ihr seht, die Dose für den Backofen Nummer 1, die Kaffeemaschine, den Tassenwärmer und hier hinter mir den Backofen 2 sind schon verkabelt. Warum 2 Backöfen? Der eine ist mit Dampfgarer und der andere mit Mikrowelle. Ja, das nur mal so nebenbei. Ist verkabelt. Ich habe hier minimalinversiv einen Kanal gemacht. Der ist jetzt nicht allzu tief. Der ist etwas tiefer als die Kabeldicke. Ist vermutlich nicht vorschriftsmäßig. Ich weiß nicht, wie tief laut VDE oder was auch immer für eine Vorschrift gilt, hier Kabel verlegt werden müssen. Diese Linie ganz dicht unter der Oberfläche. Dazu habe ich hier einen kleinen Kanal gemacht und dazu habe ich verwendet eine Mauernotfräse, in dem Fall hier die von Bosch. Das ist die Bosch GNF 35CA. Dieses Gerät besitze ich nicht selbst, das habe ich mir ausgeliehen. Wen es aber interessiert und wer sowas haben möchte, verlinke ich mal einen Link unten in der Videobeschreibung. Und zwar ist das so, dass ich hier in diesem Gerät, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, 2 Scheiben befinden und es sind auch mehrere Distanzringe drin. Man kann die also variabel in der Breite einstellen und auch in der Tiefe. Funktioniert ähnlich wie eine Tauchsäge und es werden 2 Schlitze eingefräst, die man dann mit dem Meißel ganz locker rausholen kann. Wenn man so wie ich das minimalinversiv macht, habe ich jetzt festgestellt, ich hätte etwas tiefer fräsen sollen, denn ich habe jetzt noch nacharbeiten müssen, denn man hat diese 2 Schlitze und wenn man das rausarbeitet, dann kriegt man in der Mitte so einen kleinen Buckel. Und wenn man jetzt genau auf Maß geschnitten hat, dann, ja, dann passt es in der Mitte nicht mehr. Und man muss ziemlich viel nacharbeiten, also gleich mal 5 mm oder mehr drauflegen. Ja, diese Schlitze habe ich jetzt ringsrum, denn der ursprüngliche Herdanschluss ist genau gegenüber hier vom Raum und ich muss einmal komplett rum. Ist ein bisschen doof, aber ließ sich nicht anders machen. Ja, das dazu. Ich habe es auch schon vergipst. Wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch gleich. Dazu spule ich nochmal ein Stück zurück. Da das im letzten Video schon so super funktioniert hat, mache ich das diesmal auch. Ich werde hier kommentieren, was ihr seht. Und ja, die erste Dose ist eigentlich schon drin. Und jetzt vergabele ich schon die zweite. Mit einem Edding markiere ich mir die Stelle, an der ich das Kabel abmanteln muss. Jetzt mantel ich das ab. Ich ritze die äußere Isolierung leicht mit dem Cuttermesser an und einmal hin und her gebogen, dann reißt der Rest der Isolierung auf und man kann sie ganz leicht abziehen. Ja, man muss dabei aber ganz vorsichtig vorgehen, damit man nicht in die Adern schneidet. So, hier passe ich schon das zweite Kabel an und mantel es ab. Was man hier im Video nicht sieht, dieses Kabel habe ich dann doch etwas zu kurz bemessen und musste es dann nochmal neu machen. Auch hier wieder Mantel angeritzt, hin und her gebogen und äußere Isolierung abgezogen.
So, und wie ihr seht, habe ich ganz deutsch korrekt die Schlitze in die Mitte der Dosen gesetzt. Und das ist im Endeffekt aber ungünstig, weil die Dosen, die Kabeleinführung in den Dosen eigentlich an den Seiten sind. So, hier fülle ich schon das erste Loch mit Gips. Und setze jetzt die Dose ein. Und dadurch, dass die Schlitze jetzt nicht seitlich, sondern mittig von den Dosen ist, war das eine ziemliche Frickelei. Und was man nicht sieht, diese Eingipsung war schon der zweite Versuch. Der erste Versuch ist völlig in die Hose gegangen, weil der Gips zu schnell fest geworden ist. Ja, meine Kamera macht hier ein Tänzchen zwischen Licht und Schatten. Auch der Autofokus ist nicht immer so perfekt. Ja, da muss ich mal noch dran arbeiten, muss mal mir eine bessere Einstellung suchen. Hier kratze ich jetzt schon das überflüssige Gips weg, denn alles, was ich jetzt hier schön abspachtele, das muss ich später nicht abschleifen. So, hier feuchte ich nochmal den Kanal an. Denn wenn man gibst, ist es ratsam, vorher schön anzufeuchten. Dann zieht er nicht so schnell an. Wie gesagt, das Kabel liegt ganz flach unter der Oberfläche. Deswegen muss ich hier nicht allzu viel Gips drauf schmieren. Aber ich muss eben auch aufpassen, dass es auch richtig verschwunden ist. Auch hier den überschüssigen Gips abkratzen. Dann muss man hinterher weniger schleifen. Dabei muss ich zugeben, ich habe gar nicht geschliffen. Denn all das hier verschwindet hinter den Küchenschränken und ja, deswegen habe ich mir das gespart. So, hier gibt sich schon die dritte Dose ein. Ja, besonders die Innen, die musste ich ja noch ein bisschen aufstemmen, weil dort die Kabeleinführung ja nicht an der Mitte der Dose, sondern ein bisschen versetzt ist, musste ich dort ein bisschen aufstemmen. Das fülle ich jetzt nochmal ordentlich mit Gips auf. Diesen Kanal habe ich jetzt auch schon zugegipst. Wie ihr ja schon in den anderen Videos gesehen habt, bin ich ja der weltbeste Gipser. Nicht. Aber ja, für einen Hausgebrauch sollte es reichen. Auch hier wieder schön die Überstände abspachteln. So, und schon geht es ans Verklemmen. Hier habe ich die erste Dose. Ich habe ja ein fünfadriges Kabel und ich kürze dieses Kabel erstmal auf eine 3-Fingerlänge. Das ist ausreichend. Viel mehr braucht man nicht. Man könnte auch länger lassen, aber das reicht völlig aus. So. Da ich hier nur den PE, den Neutralleiter und einen Außenleiter brauche für diese Steckdose, da werde ich zwei Kabel, zwei Adern einfach in der Dose verschwinden lassen. Aber die lasse ich nicht einfach so verschwinden. Auch diese
werde ich abisolieren und werde sie mit Dosenklemmen abschließen. So, als Dosenklemmen verwende ich welche von Wago. Die sind einfach nur aufzustecken auf die Ader und die müssen nicht verschraubt werden oder sonst irgendwas, einfach nur aufstecken und dann kann ich die Kabel hier in der Dose verschwinden lassen. Was ich erst beim Schneiden des Videos festgestellt habe, dass ich hier die Kameraposition ungünstig gewählt habe, dass ich öfters mal die Hand davor habe und auch die Schärfeeinstellung ist ja Glückssache, da muss ich zukünftig besser drauf achten. So, jetzt kann ich auch schon die Steckdose anschließen. Auch die Steckdose, dort werden die Adern nur aufgesteckt, nicht geschraubt. Das ist ziemlich einfach. Wenn ich eine Steckdose anschließe, versuche ich immer den Außenleiter nach links zu legen und den Neutralleiter nach rechts. Da gibt es allerdings keine feste Vorschrift. Einige bevorzugen den Außenleiter nach rechts. Den anderen ist es egal. Ich versuche es nach Möglichkeit nach links zu legen, da die Außenleiter meistens mit L bezeichnet werden, also L1, L2, L3, habe ich dort eine Eselsbrücke, L wie links, und ja, kann ich das entsprechend anschließen. Das Kabel biege ich hinter der Steckdose wie ein S, also wie eine Ziehharmonika. So kann ich dann die Steckdose leicht in die Dose drücken und auch wieder rausziehen. So, einmal angedrückt und mit den Schrauben, die die Klammern nach außen drücken, festgeschraubt. Die Steckdosen werde ich nicht nochmal extra mit den Dosenschrauben sichern. Die Klemmen reichen ja aus, da diese Steckdosen hinter den Schränken sind und nur einmal benutzt werden, wenn die Herde bzw. die Backöfen angeschlossen werden, reicht das völlig aus. So, jetzt bin ich schon an der nächsten Steckdose angelangt. So, der Außenleiter für die linke Steckdose, die wird jetzt direkt durchgeführt. Dazu habe ich die Ader durch die Verbindung der zwei Dosen geführt und in der rechten Dose verbinde ich jetzt die zwei Adern für die Phase. Das ist in dem Fall sind das die braunen Adern, die ich jetzt hier 1:1 verbinde. Wieder 3 Finger lang abgeschnitten, abisoliert und eine Dosenklemme drauf. Und ab in die Tiefen der Dose versenkt.
für die Verbindung zur linken Steckdose hätte hier auch eine 3-adriges Kabel gereicht und die zwei unbenutzten Adern werde ich jetzt hier auch wieder abisolieren, erst abgeschnitten abisolieren und eine Dosenklemme drauf. Auch wenn es so abgeschnitten ist, guckt immer noch ein Stück Kupfer raus. Das kann in der Dose Schaden verursachen, deswegen die Aderenden immer schön abschließen mit einer Klemme. So, das ist jetzt der Neutralleiter und der PE, der zur linken Steckdose geht. Den klemme ich jetzt hier auch auf die Steckdose. Die Steckdose, jeder Anschluss dieser Steckdose hat zwei Anschlussmöglichkeiten, so dass man immer weiter schleifen kann zur nächsten Steckdose. So, hier setze ich eine Brücke ein für den Außenleiter und auch für den PE und auch den Neutralleiter in die rechte Dose. An dieser Stelle eine sehr wichtige Warnung. Elektrischer Strom ist gefährlich bis lebensgefährlich. Ihr könnt euch lebensgefährlich verletzen oder sogar sterben. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr dort tut, ruft jemanden, der sich damit auskennt. So, der Außenleiter, den ich ganz rechts in der Steckdose verwende, ist hier auch nicht mehr nötig und die habe ich auch wieder mit einer Dosenklemme abgeschlossen und in der Dose versenkt. Dann habe ich hier diese Dose angeschlossen, durchgeschleift ist der 0 und der PE. Also. So, und das ist jetzt schon die dritte Steckdose, die habe ich 1:1 angeklemmt, beziehungsweise der braune und der schwarze ist der Außenleiter für die linke Steckdose und für die mittlere Steckdose der schwarze und Neutralleiter PE und die weiße Ader habe ich hier auf die Steckdose geklemmt. Für ein besseres Verständnis hätte ich eigentlich rechts anfangen müssen, weil von hier der Strom kommt, der dann immer weiter nach links durchgeschleift wird. Und wieder einmal ist eine Dappe geschafft. Die Steckdosen für die Backöfen sind verkabelt und verklemmt. Und als nächstes stelle ich mich hier auf meinem Kanal meiner größten Herausforderung. Und zwar werde ich den Abfluss und auch die Wasserzufuhr für die Spüle versetzen. Ja, also schaltet wieder ein, wenn es heißt, hier ist der Bastler auf Desaster.